Wo bin ich? Mein ach, Gott, was ist das für ein harter Tag hier im Lager. Was ist das für ein hässliches Wesen? Und, ach, das ist jetzt auch mein Rücken. Ich glaube, ich mache jetzt Feierabend. Wo? Wieso bin ich? Oh, wer sind Sie denn? Wie kommen Sie hier rein? Ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Einbrecher-Alarm! Ist alles gut, alles gut. Leute, was geht ab? Hier im Warenhaus. Willkommen heute zurück zu einer weiteren Obby. Und zwar spielen wir heute die Versuch, aus dem Warenhaus zu entkommen. Ja, das Ding ist, Mann, und ich bin vergessen. Beim ersten Sprung. Ich bin einfach schon beim ersten Sprung schon gestorben. Ey, das ist richtig gut, Lars. Aber guck mal, ich hab meinen Schlüssel draußen liegen lassen. Den siehst du auch da draußen liegen. Und hey, jetzt really? Müssen wir irgendwie anders rauskommen, weißt du? Ich kenne einen Weg, kein Problem. Ach, komm einfach Heiliger. Mit. Ja. Ich sag dir, wo es lang geht, ja? Also du musst mir einfach folgen, ja? Und ohne irgendwie ständig zu sterben oder so. Das wäre ziemlich schlau. Zum Beispiel hier durch diesen Lüftungsschacht, weil wir sind coole Leute und wir brauchen keine Türen. Wir gehen einfach nur durch Lüftungsschächte, weil wir auch so klein sind, weißt du? Genau, und jetzt sind wir hier. Also insbesondere du bist ziemlich klein. Hallo? Und ja. Hallo. Hallo? Okay. Hallo? Hey, ich bin gar nicht so klein, Izzy. Du bist viel kleiner. Los, du musst hier auf das Klopapier springen. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ach echt, müssen wir auf das Klopapier? Ja, ich vergaß natürlich, müssen wir über aufs Klopapier springen. Ja, das stimmt. Ja, und hoffentlich werden wir gleich auch wieder gefressen und dann wieder ausgekackt. Es yeah! Es ist immer dasselbe mit den Obbys. Wie oft ich schon verdaut wurde. Ja, ist halt echt so. Hä, wo bist du? Bist du runtergefallen? Nein. Ach doch. Nein. Oh, du musst aufpassen, die Bretter hier sind ganz schön wackelig. Echt jetzt? Ich hing gerade einfach nur so halb an einem Brett. Hey, guck mal, da ist Six. Ja? Ich verstehe nicht, warum manche Leute einfach so den Kopf so auf die Tastatur hauen und das DE-Namen. Und das Ding ist, die geben ja auch teilweise dann auch noch Robies aus, also hier so ein bisschen Robux aus für den ganzen Stuff. Und wenn du den Namen einfach vergisst, dann du musst durch die Tür gehen. Ist der Name weg. Hä, stimmt halt echt. Weißt du, ich meine? Das wäre ziemlich pass auf. Oh nein, ein Paket! Ich bin doch Paketpacker, hallo. Warum bringt mich das Paket? Was? Sogar das an der Wand? Ja. Warte mal gucken, was es hier im Shop gibt. Gibt es hier den Obbygott? Es gibt den Obbygott. Echt? Ja, der fliegende Teppich ist der Obbygott. Hast du schon mal den Obbygott gedingst, gemacht? Ich habe ihn mal gekauft, aber nicht gewusst, wie es funktioniert. Und damit hatte ich 1000 Robux umsonst ausgegeben. Ich glaube, es waren nur 700. Oh mein Gott, was? Alter, Izzy. Ja! Ich lauf mal hier rum. So, guck, ja, geschafft. Easy. Okay, weiter geht's. Und hier haben wir den Checkpoint. Bibu. Hast du ihn auch gekriegt? Ja. Oh, okay, jetzt müssen wir hier irgendwie nach oben klettern. Interessant. Adbashman. Aber die Pakete tun doch weh. Du tust weh. Au. Aua. Au. Aua. Aua. Oh, meine Füße, sie sind so heiß. Ah! Sie sind so voll mit Paketband. Und hä, was ist das denn? Und, ja. Okay, ist irgendwas Rotes, Blutiges oder sowas? Ist sie nicht so schnell? Wir dürfen nicht schnell machen. Mein Nasenbluten hat wieder zugeschlagen. Du meinst, ich habe wieder zugeschlagen und dein Nasenbluten ist einfach nur das Resultat. Ja. Hey, ich habe sogar direkt auf einen Weg habe ich sogar geschafft. One way. Bist du draußen? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Oh mein Gott, was ist das für ein hässliches... Alter Mann, oder warum redest du so? Findest du alte Männer schlimm? Nö. Also. Findest du alte Männer schlimm? Nein, ich bin ein alter Mann. Ja, sag ich ja. Hallo, du bist ein Izzy. Alter Mann. Du bist einfach Izzy, ein alter cheesy. Mann. Ich glaube, ich habe den Checkpoint nicht bekommen. Och, Mann. Kann ich ein Autogramm haben von Ihnen, Easy Cheesy? Ah, gehen Sie weg von mir. Mit dem Checkpoint. Ja, nice, den habe ich bekommen. Okay, weiter geht's. Tidu. Apropos, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, Leute, checkt mal meinen Shop aus, denn dort wird es bald nämlich etwas mega, mega Cooles geben. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Oh nein. So wie, oh mein Gott, bin ich erschrocken gerade. Es war klar. Oh nein, wir werden gegessen. Wir sind wieder bei dem Mann. Alter, was hat der für Zähne, ey, Alter. Ja. Ach ja. Was hat der für komische... Ach, da wurden wir wohl wieder gefressen. Das war seine Zunge und jetzt sind wir in seinem Hals und gleich steckt seine wir in Zunge seinen ist Magen. Einfach verkehrt rum, siehst du das? Ja, habe ich gesehen. Die Zunge ist einfach verkehrt rum. Jetzt sind wir in seinem Hals drin. Was hast du denn bald Cooles in deinem Shop? Ich werde auf jeden Fall nicht viel darüber sprechen. Die Leute sollen sich das selbst angucken. Erster Link in der Videobeschreibung, Leute. Checkt es auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt. Das bist du gespannt wie ein Bogen? Ja, ungefähr. Nicht ganz so gespannt. Aber schon ziemlich. Mehr wie eine Armbrust. Okay, jetzt bin ich. Jetzt gucke ich mal, wie ich hier. Da kommt wieder die wundervollen Schokoladenwürfel. Hä? Ist da Mais dabei? Ich glaube, der hat sogar dieses Mal sich ein bisschen... Oh, aua. Ich glaube, dieses Mal hat er sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, was er denn so gegessen hat. So, dieses Mal ist ein bisschen Mais dabei gewesen. Oh, stimmt halt echt. Okay, wir sind draußen, Lars. Du kommst raus. Wieso habe ich denn den Checkpoint nicht gekriegt? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, das ist mir auch schon ganz oft zugegangen. So.
Ich schaff das, Leute. Ich schaff das. Ich schaff das, Mama. Ich schaffe das. Die Maps werden irgendwie auch immer kürzer. Ist es dir mal aufgefallen? Echt? So früher ging die immer... Hä, den habe ich doch hier schon gekriegt. Warum hat er den Checkpoint nicht erkannt? Wahrscheinlich, weil ich in die falsche Richtung gehe. Nein, das tust du nicht. Doch. Oh, Lars. Ich bin ein Dumbatz. So, das könnte mir auch passieren. Ich wollte nämlich gerade sagen, so, ich bin doch schon auf dem Checkpoint gelandet. Oh mein Gott! Schon wieder hat mich der Mais erschlagen. Die Maiskacker. Oh, da hat jemand den Hobbygott, Alter, der fliegt einfach rum. Hat er den Hobbygott sich gekauft? Ja, Mann, wirklich. Saut. Okay, hab's geschafft. Er hat kein Teppich, er hat einen Raketenrucksack. Ich häng hier einfach. Wieso häng ich hier? Siehst du das? Nein. Siehst du mich? Ich hab einfach so da gehangen. Du hast in der Luft gehangen, das ist richtig. Oh, nimm den Checkpoint. Das ist echt ein komisches Warenhaus hier. Können wir hier eigentlich raus so? Nee, ich hab keine Ahnung. Schade, Motel. Schokolade. Wo müssen wir lang gehen? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, wir müssen hier lang. Alter, was für ein... Oh, da tschüss, Izzy. Rüberlaufen. Wieso bist du so schnell? Weil wenn du da drüber läufst, kriegst du Speed. Nein, als ob. Ich bin da extra rübergesprungen, damit ich nicht drüber laufe. Ja, toll, und ich bin voll langsam. Aber wo muss ich denn hin? Du musst hier lang. Einfach mir verfolgen. Ich werde dir verfolgen. Verfolg mir. Ich krieg dich. Oh ja, da vorne ist Dings. Da vorne ist das Ende. Als ob das so weit ist. Doch, oh doch. Nein. Warte, und jetzt laufe ich hier so drüber. Zack. Und jetzt bin ich wieder normal langsam. Oh, guck mal, hier gibt's sogar Office-Obby. Dann so eine... Oh, da gibt's schon viele neue, coole Sachen auf jeden Fall. Aber Leute, ich habe ja zu Anfang der Folge gesagt, dass wir jetzt den Obby-Gott machen. Okay, im Shop kann man mal gucken. Hier gibt's diesen fliegenden Teppich. Ey, der ist sogar recht günstig, der fliegende Teppich. Echt? Was kostet der? Ja, der kostet 225 Robux. Das geht eigentlich voll. So, warte mal. Und jetzt muss man hier oben an den Rucksack gehen. Hä? Ja. Geht's jetzt oder geht's nicht? Doch, ich müsste ihn eigentlich... Alter, wie schnell der eine rumläuft. Aber wieso kriege ich nicht mein Dings? Hä? Ich habe gar nicht den Obby-Gott gekriegt. Da ist gar nicht dabei. Scam. Flypass. Jo, hole ich den mal. Yeah. Hä, es funktioniert nichts. Es funktioniert nichts? Ernsthaft? Ja, das geht nicht. Oh, das ist ja richtig frustrierend. Wie viel Geld hast du ausgegeben? Oh nein. Viel. Oh Gott, das ist ärgerlich. Toll, das hier habe ich jetzt. Extra Speed, extra Jump. Yo, dann hätte ich mir auch nichts kaufen müssen. Guck dir mal die Autos hier oben an. Leute, jetzt mal Real Rap. Schreibt mal Wolfgaming an und sag denen, dass er sich mein Video hier angucken soll. Und bitte mir mein Geld zurückgeben soll. Ja, voll komisch, ich habe jetzt 700 Robux oder sowas ausgegeben für den ganzen Stuff. Und ich habe nichts gekriegt, gar nichts. Voll der Scam. Irgendwie. Och Mann, warum passiert mir das immer? Immer. Ist es dir mal aufgefallen? Ich habe jetzt schon so oft irgendwie Geld hierfür ausgegeben und es ist immer nie funktioniert. Ja, aber bei den Obbys funktioniert es halt meistens nicht, habe ich ja, das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Aber Freunde, ich glaube, wir werden das demnächst sogar so machen, dass wir meinen Charakter nochmal komplett umdesignen. Und ich glaube sogar, dass ich das irgendwie mit den Zuschauern zusammen machen werde. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was man so für coole Klamotten oder sowas im Sommer anziehen kann oder sowas. Ja, vielleicht, keine Ahnung, T-Shirt mit was für einem Aufdruck, keine Ahnung, sowas in der Art. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr bei einem weiteren Video, Leute. Ich muss das Ganze jetzt hier beenden, sonst dauert das irgendwie ein bisschen zu lang. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.